Nachdem wir das Inox-Lager befreit haben von sämtlichen Schamanen und 20 von ihren Wächtern getötet haben, das Blut um uns herum, den Geruch von Brand in der Nase, sind wir wieder zurückgegangen zu Yexera, die mehrere Pläne für uns hatte, beziehungsweise ein weiterer Intrigant, der auf den Plan getreten ist und der diese militärische Herrschaft in der Stadt beenden möchte. Vorher allerdings haben wir uns entschieden, mit ein paar Gefährten die Sulfurminen, die Schwefelminen, zu befreien, die wir eben weiteres Mal auf der Karte aufgedeckt haben. Vorher allerdings kommt es in der Stadt zu einem kleinen Event. Wird schon alles gezogen? Ja, wir liegen rechts auf der Seite. Gut. Upon returning to the city after your latest adventure, you are approached by a high-ranked guard at the gate. Ja, nachdem wir zurückgekommen sind in die Stadt nach unserem letzten Abenteuer, werden wir von einer hochrangigen Wache angesprochen. Ah, gut, ich bin stolz, ich bin froh, dass ich euch gefunden habe, fängt die Wache an. The capital has fallen behind on shipments of wood to Gloomhaven. Um das Rathaus. Has fallen behind on shipments. Dem Rathaus fehlen einige Sachen an Holz, die nach Gloomhaven verschifft werden sollten. So now it falls to us to pick up to the slack, so that construction of important city buildings doesn't stagnate. Es liegt jetzt also an uns, zu verhindern, dass die Konstruktion und die wichtigen Gebäude in der Stadt gebaut werden und diese nicht stagnieren. The guard points to the east. Die Wache deutet zum Osten. We are forming an expedition to gather logs from the corpse wood. Wir sind gerade dabei, eine Expedition auszuheben, die ein paar Hölzer aus den Leichenwäldern sammelt. We could use your help, either to guard against enemies or to chop down trees. Wir könnten ein bisschen Hilfe gebrauchen, um entweder ein paar Wachen zu stellen gegen finstere Feinde oder um Holz zu hacken. Ja, was haben wir aktuell anwesend? Den Tinkerer, den Steinmenschen Crackheart und eine Zauberin, ne? Das ist richtig, ja. Ja, was wollen wir denn machen? Also ich könnte mir vorstellen, dass unser technischer Ingenieur sich bestimmt gut machen würde als Holzfäller, beziehungsweise hat er bestimmt Apparaturen dabei, die das enorm erleichtern. Aber unser Crackheart wäre auch ein Kandidat fürs Beschützen. Ja, ich glaube mit unserer. Also mir ist es egal, ich könnte mich sicherlich auch gut als Holzfäller machen, aber wenn wir zwei wirkliche Krieger dabei haben, beziehungsweise diejenigen, die auch Schaden machen können, können uns auch als Wache verdingen. Machen wir Wache, oder? Dann die Option A. The logging expedition heads to the outskirts of the Corpse Wood and begin felling trees and transporting them back to Gloomhaven. Ja, die Expedition startet dann auch den Weg in Richtung der Leichenwälder und beginnt mit dem Fällen von Bäumen und auch mit dem Zurücktransportieren nach Gloomhaven. You stay on your guard, patrolling the area and making sure there are no surprise attacks. Ja, wir bleiben auf unseren Wachposten, patrouillieren so ein bisschen durch die Gegend und stellen sicher, dass wir nicht überrascht werden. A couple hours in, a tribe of wormlings appear through the woods, but you are alert and prepared, dispatching them without a single casualty. The rest of the day goes by uneventfully. Also, wir entdecken ein paar Wormlings, die sich anschleichen, können sie allerdings so, ja, vorbereitet wie wir sind, dann auch auseinandernehmen und der Rest des Tages wird dann ohne weitere Ereignisse stattfinden. Gain 10 experience each. Hey. Ja, das ist doch ganz gut. Jede 4 für jeden. Jeder, ne? Jeder, ja. Einmal rechtsklick, dann kriegst du 10. Kannst auf deinem Charaktersheet auch klicken. Hier. Oder so, ja. Rechtsklick So, auf dann wird XP. sie wieder zurückgemischt, ne? Ja, die wird zurückgemischt, Die ja. kommt unten drunter. Also, das Symbol, das glaube ich unten drunter. Also, wir drehen jetzt wieder so rum. Und dann einfach mal den Stapel drüber legen. Genau. So. Ja, das fängt doch schon mal ganz gut an. Wie gesagt, wir sind dann auf dem Weg in die Schwefelminen und auf dem Weg dorthin in die finsteren Berge passiert natürlich noch was anderes. Road Event. Ein Rascheln in deinem Namen, Dickicht, hält euch ja auf. Ihr kriecht runter und nehmt eine Verteidigungshaltung an. Plötzlich ein kleiner Fellwall mit kurzen Double Legs, kurzen Stummelbein. Stummelbeinen springt euch an. Es bellt zweimal in einer
in einer hohen Tonlage und fängt dann an, den Schwanz zu, mit dem Schwanz zu wedeln. Ihr lockert euch. Nee, lockern ist das falsche Wort, oder? Für Relax your Weapons? Ja, aber in dem Fall schon. Weil Relax heißt ja eigentlich entspannen, aber du entspannst deine Waffe ja nicht. Du lockerst den Griff der Waffe. Ja, Relax wäre lockern, wäre in Deutschland eigentlich sowas wie du machst dich bereit. Ihr entkrampft euch einfach ein bisschen. Ihr entspannt euch ein wenig. Was macht so ein kleines, schutzloses Hündchen in der Wildnis? Lassen wir es alleine oder nehmen wir es zurück in die Stadt? Ja, also auf dem Weg zurück, wenn wir die Schwefelmine überleben, können wir es doch mitnehmen, oder? So ein kleines, so ein kleiner Glücksbringer? Ich glaube, wir bringen es, bevor wir in die Sulfurmine gehen, bringen wir es. Also wir bringen es sofort zurück, denke ich. Können wir auch machen, je nachdem, wie weit wir schon gegangen sind. Wenn wir gerade erst aus der Stadt raus sind, dann können wir wieder umdrehen. Wäre das wirklich mit, oder? Ehrlich gesagt, vielleicht hat er ja Flöhe und bringt uns die. Oder die Pest, wer weiß, was das macht. Ja, ist die Mama in der Nähe, ein großes Monster. Oder die Mama ist auch hier in der Nähe. Ja, vielleicht ein Glücksbringer. Wollen wir es mitnehmen? Also zurückbringen? Nehmen wir es mit. Ich persönlich würde es da lassen, weil es behindert unsere Aufgabe, die Sulfurmine zu bereinigen, aber ich schließe mich dann der Mehrheit an. You sigh and lift the puppy into your arms. Einer von euch schnauft durch und hebt das Hündchen in die Arme. Es bellt glücklich und leckt dein Gesicht ab. Das wird sicherlich eine Ablenkung sein in eurem bevorstehenden Kampf, aber sobald ihr zurück in Gloomhaven seid, solltet ihr in der Lage sein, nette Sorceress zu finden. Einer startet das Szenario mit -3 Attack Modifier. Erhalte eine Reputation. Und die Karte kommt weg. Ja. Eine Reputation. Wo tragen wir das ein? Hier am Party Sheet, das obere. Party Sheet, okay, dann nehme ich den. Was ist das? Einmal -3? Dreimal 3 -1 Modifier. 3 -1 Modifier und nehme ich mit rein. Den nimmst du? Okay. Die mit reinnehmen, ja. Weiß nicht, ob die in dem Deck überhaupt drin sind. Ob das ich glaube, das sind noch Vorteile. Dann nehme ich da 3 Stück. Gut, dann bin ich wieder bei 21. Ich werde das noch nicht löschen, sondern erstmal neben mich legen, damit ich das auch wieder rausnehmen kann. Gut. Dann kann's losgehen, oder? Ja. Game Setup. Und wir machen die Nummer 65 mit Hidden Rooms. Hast du denn die Farbe von deiner Figur geändert auf Rot? Kannst sie einfärben. Was haben wir da als Gegner? Hunde. Und? So, schauen wir mal nach. Die Schwefelminen. Möchtest du wieder übersetzen? Goals, kill all enemies and loot all treasure tiles. Vorsitzen keine. Töte alle Gegner und lootet alle Schätze. Okay. Warte, darunter zählen nur die Schatztruhen, oder? Ich glaube ja. Es ist nicht unbedingt die Schwefelmine, der Ort der Schwefelmine, der ein Geheimnis ist. Achso, der Gestank ist von einer Meile entfernt bemerkbar. Wie auch immer, die Karte, die ihr gefunden habt, erwähnt auch ein mächtiges Artefakt von einer toten Zivilisation. Irgendeine Art dampfbetriebene Bohrer, der sich viele Nutzen bergen könnte, wenn er von den richtigen Händen verwendet wird. Als ihr euch nähert... Was? In meiner. Deiner. Vielleicht. Als ihr euch nähert, wird der verdorbene Gestank nur noch stärker. Bis ihr kaum noch atmen könnt. Ihr seid... der Seite. Ihr fragt euch bereits, ob dieser Ausflug es wert ist. Sogar noch bevor ihr die eindeutigen Zeichen von einem Wurmling-Nest seht und ein tiefes Heulen aus dem Maul der Mine hervordringen hört. Mit den Wurmlings hier herumrennt, verzweifelt ihr daran, dass irgendeine delikate Gerätschaft hier weiter in Intakt gelassen wurde. Aber ihr haltet euren Atem an und tretet in den Tunnel dennoch. Vielleicht lässt sich hier noch einige Informationen über den Drill bergen und aus dieser unglücklichen Situation herausholen. Special Rules. Add 4 Cursed Cards to each Characters. Wow. 4 Stück. Ah, das ist ja gar nicht so schön. Gut, wir sollen alle Feinde töten und alle Schätze looten.
Das ist krass. Das ist ja mal richtig krass. Bin froh, dass ich meine Goggles trage. Hast du schon allen welche gegeben? Ich habe meine oben. Oben musst du selber nehmen und dann reinmischen. Ah, okay. Junge, Junge, Junge. Und wir sind drei Leute. Ihr habt die schon? Da muss ich die kopieren, oder? Die musst du einfach nehmen. Und kannst du dann reintun. Interessanterweise ist es eigentlich so, dass es nur 10 Player-Curses gibt. Und die Spielregel sagt eigentlich, wenn es keine Curses mehr gibt, gibt es keine Curses mehr. Das heißt eigentlich würden wir jetzt 10 auf uns aufteilen? Genau, eigentlich müsste man... Nee, 2 Leute bekommen 4 und der dritte würde dann 2 bekommen, der vierte gar nichts. Eigentlich ist es so, weil du kannst ja im echten Spiel ja auch nicht einfach copy-pasten. Ja, dann machen wir das so. Ja, ich nehme dann die 4. Ja, dann streich deine 2. Also ich würde ehrlich gesagt auf die Player-Curses verzichten, weil ich haufenweise... Ist okay. Weil ja, ich Abwurfkarten habe und... Ja, du musst so zwei ja meistens weh. Ja, 2 sind weg. Die anderen beiden, also ich nehme die auf alle Fälle. Wie gesagt, ich habe die Goggle und hoffe einfach, dass ich sowieso nicht viel angreifen will. Also ich will eigentlich eher heilen. Muss ich ja keine ziehen. Du musst damit angreifen, oder? Ja. So, was machen denn die Hunde? Das weiß ich noch gar nicht. Die habe ich noch nicht gehabt. Wie viele Lebenspunkte? 4 Stück mit Retaliate. Ah, toll. Retaliate. Beißen zurück. Ja, gut, das heißt, du musst einen Fernkampf angreifen. Bewegung 4, oder töten. Nahkampf 2, okay. Ja, okay, viel Spaß. 1, 2, 3. So, wir sind alle bei voller Gesundheit, ne? Kampfziele noch? Ja. Genau, Kampfziele. Ich droffe uns alle. Oh, eine zu viel, die letzte. Das war eine zu viel für mich. Ja. So, schauen wir mal nach, was so heute unsere Aufgabe ist. Wenn ich alle Wurmlings bis auf einen töte, hab ich's. Aber soweit wird's nicht kommen. Weil ehrlich, jetzt in 3 Dungeons das Ding erfüllt, wäre ziemlich schnell, oder? Ja, es ist ein Sidequest halt eben. Das war ja ein Zufalls... Das ist ja bei meinem Charakter eigentlich eher die Hauptquest. Aber ich habe schon was Schlimmeres gezogen mit Töte von jedem Dämon einer Art. Das wird lang dauern. Frage, machen wir das eben so wie eben, dass die einfach zu uns rüberkommen und wir warten, bis sie bei uns sind und dann verprügeln wir die? Wäre, glaube ich, gut, ne? Ja, warte dann. Der Plan ist, überlege ich mal. Wenn wir Glück haben, maddeln die uns eh gleich wieder. Soll so passen. Okay. Das und... Mischen. Okay, das ist zumindest gut zu wissen fürs nächste Mal, dass man vorher immer nochmal die Gegnerkarten mischt, ne? Gut, der Hund. So, 26. So, der Hund macht einen Nahkampfangriff mit Bewegung 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, dann wird Samus Cracker zweimal angegriffen. Das erste Mal sind 3 Schaden. Okay. Weiter. Der nächste ist 1 Schaden. Sehr gut. Und ich bekomme 1 Schaden. Dann sind die Scouts dran. Die Scouts bewegen sich und looten. Das heißt, sie wollen in den Nahkampfbereich mit einer Bewegung von... Wir machen wieder nichts. 4. Ja, aber sie wollen trotzdem in den Nahkampfbereich. Wollen sie? Oder ist gerade nicht jemand in dem Bereich? Sie müssen. Wenn sie Move haben, aber keine Attack, dann behandelt man den Move so, als wenn sie einen Nahkampfangriff machen würden. Da willst du ihn haben? Ja. Okay. Ich habe eine schicke Gebietsattacke. Schick. Können wir uns ja aktuell aussuchen. Service ist dann 26. Jetzt die Frage, verwende ich diese Karte hier für den unteren Effekt oder lasse ich sie verfallen? Da sie jetzt alle gerade gehandelt haben... Retaliate ist halt aktiv, ist so eine passive dann. Ja, aber es verbraucht halt die Karte, das würde ich ja verzichten, ne? Also ich würde sie mir vielleicht aufheben noch. Ich mache den Angriff auf 3 Reichweite und alle nehmen dran gegen einen Schaden. Ich greife den Elite an, der steht schön. Oh ja, der steht echt schön. Minus 1. 2 Schaden. Das heißt, alle anderen kriegen einen Schaden. Genau, und ich mache Erde. Laufen kann ich nicht, Discard. Next Ding. So. 2 auf den, 1 auf den Rest. Schaden. Alle anderen 1. Ja, den Wurmling genau. Hab ich schon. Okay. Ja, ich bin dran. Ich mache einen Attack 3
mit Range 4 und zwar auf den Wyrmling hier. Und von dieser Kante zu dieser Kante sind alle 4 Gegner in einer Reichweite. Das heißt, ich krieg 4 Erfahrungspunkte. Du machst jetzt da so einen Strich durch, oder was? Ja, genau. Okay. Also quasi so, also entweder von, ich mache meistens Center zu Center, aber es heißt ja offiziell von Ecke zu Ecke. Und das heißt, ich habe 4 Felder, die ich damit angreife. Ja, da kannst du 4 Leute treffen. Sehr schön. Und greife jetzt 4 Leute an. Ich erzeuge noch, ist schon. Okay. Attack 3. Ich fange von unten nach oben an. 4 Schaden. Der Hund 2 ist tot. Dann kriegst du schon mal keine Attacke. Elite 3 Schaden. Der ist auch tot. Oh, warte mal. Entschuldigung. Nein. Entschuldigung. Der Hund 2 ist... Ich bin, was Hund 2 angeht, gemaddelt in dem Sinne. Das heißt, er hätte nur 3 Schaden bekommen. Nicht ist er trotzdem 4. tot? Ist er trotzdem tot? Okay. Der Elite, den muss ich trotzdem jetzt nochmal Würfe machen. 3. Curse. Der bleibt stehen. Der Hund 3. Auch Curse. Beide Curses weg. Nee, der ist drin. Der Curse. Und der Wyrmling Scout, der ist tot. Kurze Frage. Das ist jetzt kein Empty-Feld, ne? Das ist ja mit einem Coin belegt. Korrekt? Ja, das ist richtig. Schade. Wolltest du eine Falle machen? Ich wollte eigentlich eine Falle machen. Ich habe das mit der Initiative zu spät gesehen. Dann werde ich das Ganze umdrehen. Und zwar werde ich einem Ally within a Range 2 eine Karte, also eine Discarded Karte kann er sich wieder aufnehmen. Und das ist ja wahrscheinlich der Spellweaver, ne? Eine Discarded Card, ja. Ja, genau. Das Discard nee. Erstmal bei. Achso, ich habe noch einen Zweierangriff. Ich habe ich auch gar nicht gesehen. Elite 2-Angriff. 4 Best. Schaden. Gut. Und damit ist das dann auch durch. Lass es weg. So, jetzt bin ich offiziell durch. Gut. Dann werde ich das Ganze umdrehen. Ich werde dir eine Discarded Card zurückgeben. Kannst du auch 2 Discarded Cards zurückgehen dadurch? Nur wenn wir Frost haben. Nee, dann ist es okay. Ich mag die Karte auch. Du hast ohnehin gerade nur eine. Ja, aber du hättest 2, deswegen... Achso, das meinst du. Deswegen hätte ich jetzt... Und die andere werde ich aktivieren. So, jetzt gerade ein Plan in Norm. Gehst du früh oder spät dran? Sind wir alle durch, ja, ne? Wollt ihr früher oder später rankommen? Bitte ich erstmal hochheilen, bevor hier irgendwas passiert. Ich werde mich schon mal nach vorne bewegen zur nächsten Tür. Aber noch nicht aufmachen. Werd aber recht spät dran sein. Okay. Ich leg schon mal Immobilize raus für mich. Und du hast ja gerne Feuer. Die Hunde, 7. Ich hab gerne Feuer. Die Hunde. Muddle-Move. Muddeln? Der Hund stellt sich hier hin, der Dreierhund stellt sich dahin, der 5er, der 6er Hund bleibt stehen und wir sind alle gemuddelt. Die nehmen die Coins ja nicht auf, ne? Nur wenn da Loot steht. Ja, genau, nur wenn Loot steht. Dann mach ich 2 Schritte hier hin. Ach, da wollte ich hin. Ich mach den beiden einen Schaden durchs Laufen. So, mach wieder Erde. Und jetzt eine 3-Attacke mit Immobilisieren. Dann würde ich sagen, auf den mit 2 Leben. Ist weg. Der andere ist... Ihr könnt die Tiere ruhig ganz löschen. Weil die haben ein Skript in den Paketen. Die ziehen immer neue raus, bis der Pool voll ist. Und die haben immer eine neue Nummer. Dann ist der Tinkerer dran, dann möchte ich dich einmal healen und zwar zusammen mit meinem Bonus sind 6 Lebenspunkte. Okay. 6 Lebenspunkte und ich werde mich bewegen mit den Schuhen. Dreh ich einmal um und dann stelle ich mich auf diesen Coin hier. Lohnt sich nächste Runde für mich da zu looten? Aber nein, die Karte das Loot nehme ich jetzt gleich weg. Okay. Und dann bin ich durch. Ja, Loot 1. Ich nehme mir die 2 Münzen hier noch, die ihr mir übrig gelassen habt. Und dann... Was ist mit dem Hund 3? Ich hab Maddel, also ich werde mich jetzt hier schön hinstellen und vielleicht mache ich nicht so und den weg. Maddel verfällt dann?
Ja, aber nach unserem Zug verfällt's. Weil die es nur bis zu unserem Zug hält, quasi. Dann sind wir durch, ne? Ja. Brauchst du Erde für irgendwas? Ich brauch sie eigentlich nicht, du kannst sie verwenden. Ich würde sie jetzt machen. Ich meine, ich kann sie verwenden, dann krieg ich eine EP, aber ich habe schon Erde draußen. Denk den Hund sollte ich erwischen, wenn ich jetzt kein Curse ziehe. Ich habe meine Curses alle schon draußen. 1, 2, 3, 4. Öffnet jetzt irgendjemand eine Tür von euch? Ich werde rechts rumlaufen. Ich werde sie aber erst nächste Runde aufmachen. Ich weiß bloß noch nicht, wie ich das am besten mache. Ja, komm, mache ich das so. Ich war der Letzte. Wir können aufdecken. Start round. Ich bin vor dem Hund. Was macht der die Runde? Der Hund macht einen normalen Standardangriff mit 2 Schaden. Dann werde ich mich jetzt 2 Schritte bewegen und danach eine 5er Reichweite Fernkampfangriff mit dem Erdelement machen. Auf den Hund. Curse, da ist er. Weg ist weg. Ich krieg eine P. Aber er wird noch. Warte, er wird festgehalten. Das ist jetzt auf der Unterseite, ne? Das Festhalten ist ja trotzdem, ne? Ja, das ist auch wenn du Miss hast, zählt da drin. Also er ist immobil. Dann ist der Hund dran, kann sich nicht bewegen und muss die Spellweaver angreifen. Ja, das ist. Der hat mich so angegriffen mit 2. 3 Schaden, das nehme ich hin. Hund ist durch. Spellweaver. Ich mache einen Angriff mit Muddle, also mit Nachteil. Dafür erzeuge ich Licht. Miss. Okay. Passiert mal. Dann bewege ich mich noch 4 Felder. 2, 3. Waren das 4? Ja. 2, 3, 4. Ja. Dann bin ich durch. Gut, dann drücke ich mal. Habe ich eine Range zu dir? 1, 2, 3. Ich kann dich auch sehen. Dann gebe ich für dir einen 5er hier. 3 plus 2. Ja. Geht mein Tracker ein bisschen weiter. 3 plus 2, das ist der obere hier. Und dann kann ich mich noch bewegen. Und zwar 4 Stück. Wir gehen jetzt auf diese Tür hier. Nee, der Cracker macht links auf. Wird links rein. Rechts auf. Ja, wo gehe ich hier dann hin? Eher in meine Richtung, ich habe weniger Leben als der Crack. Gut, dann bin ich fertig. Tut mir leid, Cracky. War schon. Light is waning. Light. Light. Okay, neue Runde. Bleib stehen. Neue Runde, ja. Ja, also ich mach die Tür auf und 1, 2, habe ich noch 2, habe ich noch ein paar Felderchen zum Bewegen. Du machst die Tür auf? Ja. Ja, oder langsam? Das überlege ich mir jetzt gerade noch. Wie willst du es denn haben? Achso, ich bin ja voll geheilt. Grade, also, stehst du gerade neben mir? Ich bin neben dir, ja. Dann öffne sie mal. Bleibst du auf der Tür stehen? Nee, ich gehe noch 2 Felder weiter. Das heißt, dann habe ich 3 Felder Abstand zu dir. Okay. Glaube ich jedenfalls 1, 2. Ja, 3 Felder Abstand habe ich dann zu dir. So, wenn du da stehen bleibst, dann werde ich früh anfangen. Schau mal, was passiert. Wenn ich zu spät die Tür aufmache, greifen mich die Gegner an und dann wärst du schon wahrscheinlich dran gewesen. Oder irgendwie sowas. Ja, ich hab jetzt gerade was gemacht. Dann spiele ich diese Karte. Ja, haben wir Licht? Warum haben wir Licht dann her? Weil ich Licht gecastet habe. Ich bin ein Wunder der Technik. Hast du dein Deck gewechselt? Nee, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Ah. Weil wir durch das Event haben wir noch Erfahrungspunkte bekommen. Und das war genau der Teil, wo mit ich. Mit 7 bin ich auch auf Stufe 2. Dann schauen wir mal, ob ich die zusammenkriege. Aber ja, wenn wir das schaffen, kriegen wir, ne? Ja, wenn wir dann schaffen, kriegen wir die Standardsachen.
Also. Mist. Ich fehlen noch zwei Karten von dir. Ja, 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 genau. Das wollte ich legen und. Ich hab echt ein bisschen Respekt vor dem Dungeon, weil. Er ist schwieriger, ne? Ja, der ist halt lang, ne? Die Viecher sind halt nicht so schwer, aber. Man muss sich aufteilen. Ich glaube, zu zweit wäre es leichter als zu dritt. Ich sehe gerade, da hinten steht noch ein Hund, der kommt uns gleich hinterher. Dem Cracky hinterher. Pff, passiert. Ich habe schon extra damit gerechnet, dass er vor mir drankommt. Ich will ihn im Nahkampf angreifen. Ach, ich hoffe mal, er schafft ich, das. Ich fange früh an. So, ich habe gelegt. Okay. Valerie war 7. Oh, ja, zum Glück habe ich die 77 gelegt. Was ist denn los? Da sind ja alle so spät dran. Ich habe extra spät gezogen, damit der Hund vorher drankommt. Der Wormling Scout zieht nochmal nach. Nee, komm, ich stell mich hier hin. Oder stell ich mich hier hin? Ich stell mich da an. 1, 2, 3, 4. Das war meine Bewegung. Und dann mache ich einen Attack 3, denn ich verbrauche das Licht. Das wird ein Lichtangriff gegen den Hund. Mit 1 P. 1, 2. Warte, ich will jetzt mal gucken, was die alle hier können. Der Scout geht in den Nahkampf. Normale Attacke. Normale Attacke und der Hund macht zwei Angriffe. Eine Attacke belaufen. Ja gut, dann ist es der Hund, der jetzt mit 3 dran glauben muss. 6 Schaden. Tschüss, Wolf. Erledigt. Und bis nächstes Jahr. Sehr gut. Und ich kriege noch einen Erfahrungspunkt. Dann ist der Scout dran. Was macht der Scout dieses Mal? Standard. Der bewegt sich mit 3 Schritte. 3 und Angriff. Greift mit 2 an mich. Dann greift er dich an. Einmal bitte ziehen. Mal 2. Du hast einen Helm. Das ist richtig, ich krieg nur 2 Schaden. 1, 2. Ha, ich liebe diesen Helm, ich würde ihn für nichts auf. Wie gut, dass das nochmal erwähnt wurde. So, Scout ist durch. Nicht sogar beim ersten Mal. Die Hunde oder der Hund ist dran, was tut er? Er greift erst an mit Piercing, dann bewegt er sich 2 Felder bei normalen und dann greift er nochmal an mit Piercing minus 1 Stärke. Ja, Schaden. Also mit 1 Angriff greift er an. Modifier? 1 Schaden. 1. 1 Schaden mit Modifier. 1 plus die Karte. 0. 1 Schaden. 1 Schaden. Habe ich dir schon mal reingedrückt. Gut, dann ist der Quadro Tinkerer dran. Dann möchte ich mal. Ich kann nicht sehen, ne? Ich kann nicht sehen. Und die Range reicht auch. Dann heile ich dich um 4 Punkte. Und ich bekomme einen weiteren Erfahrungspunkt. Und dann kann ich Range 3 zweimal schießen. Zieh ich mal. Draw Attack Modifier. 1. Nee, du kannst nicht zweimal schießen, du kannst nur 2 unterschiedliche Ziele nehmen. Dann reicht das trotzdem. Ja. Bin nicht im Nachteil, ich mach 3 Schaden. Ja, dann ist er weg. Ist er weg. Kiste looten, raus da. Ja, genau das habe ich vor. Ingora ist durch, Service Crickard. Dann greife ich im Nahkampf an mit einer 2. Mal ziehen. Raus. 3 Schritte. 1, 2, 3. Und die Runde ist zu Ende. Ich werde meine Flasche benutzen. Oh ja, das ist eine gute Idee, dass ich die jetzt schon mal reingucke. Die Flasche benutzt du eigentlich am Ende deines am Ende deines Zuges, ja, ne? Aber ja, ja. Passt. Die kann er irgendwann in seinem Zug verwenden, aber ja. Eigentlich ja. Am Ende. Ja. Das ist ein bisschen blöd mit den Karten, man erinnert sich immer erst danach dran, ne? Ja, es ist immer so. Ich weiß nicht, wollt ihr schon mal die nächste Tür öffnen? Mach's. Hat ein bisschen viel Gegner. Also diese Runde werde ich looten und die Kiste aufheben, der Ecke da. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So schnell wie es halt bin ich mit dem nächsten Raum nicht fertig. Ja, dann fangen wir an langsam hier. Ja, pass auf, dann mal folgendes. Dann läuft der Tinkerer jetzt zum Crackhut, unterstützt ihn und ich bin in 2 Runden, dann denke ich mal an der Tür oder 3 Runden. Ja, denke wie gesagt daran, dass die Treasure gelootet werden muss. Ja, natürlich, ich lasse das nicht liegen. Dann können wir weitermachen. Ich habe wie gesagt meine Dingens benutzt. Was, so lange ist? Nee. Ich muss jetzt gerade überlegen, was ich tue. Genau. Der Crackhut ist voll, ne? Ja. Ein Lebenspunkt für ihn. Bei mir lohnt sich nicht zu heilen, aber ich werde da reinstimmen und den Hund vermöbeln. Und den Scout. Da ist ein Scout noch mit drin. Kannst du erst den Hund angreifen, glaube ich. Ja, richtig. Der Hund schützt den Scout immer. Dann bin ich auch fertig. Boah, zu viert wären die Scouts alle Elite. Elite.
Nicht ganz, einer würde fehlen. Ja, in der Mitte, in der Mitte, aber die Außenseite meine ich. Oh ne, da ist ein normaler dann. Echt? Ah, da ist ein normaler. Die meisten werden zu Elite gut aufgewertet. Ja, wegen dem Hund, der dann. Guard, einmal laufen bitte. Ja. Okay. 3 Schritte und danach mache ich eine Nahkampfattacke. 1, 2, 3, dann auf den Hund. Ich greife an mit 3, push ihn in das Hindernis und mache ihn damit nochmal 2 Schaden. 4, 6 Schaden. 1 EP. Kaputt. Wenn es so funktioniert, wie ich denke. Hindernis auch im Eimer. Oh, das willst du nicht haben. Wieso? Kannst du ihn ins Hindernis schieben? Ja, da steht, ich kann ihn in Hindernis schieben, das macht nochmal 2 Schaden. Okay. Ja, immer. Immer doch. Okay. Gut, dann bist du fertig, dann kommt die Spellweaver. So, ich habe mich schon 2 Felder bewegt und loote jetzt die beiden. Ich verwende noch den Trank, also. Du hast eine Loot-Karte, ja? Ja, Loot 1, ja. Okay, dann bin ich dran. Ich kann mich 4 Felder bewegen. 1, 2, 3, 4. Ganz prinzipiell könnt ihr mir auf die Tür stellen, ne? Könnte ich auch tun. Bewegen. Könntest du jetzt noch einen Angriff machen? Ja, mit Range 3. Das wird nicht reichen. Nee, dann brauchst du auch nicht hinlaufen jetzt. Also, ich könnte auf die Tür, was auf die Tür der Scout? Gehen. Ja, aber da der ist Scout, keiner von uns. Habt ihr für den Scout gezogen? Er hat noch keine Karte, oder? Oh, eine zu viel. Ja, 2. Vergiftet. Move 2. Das heißt, er bewegt sich maximal ein Feld, macht einen 3 Range also auf dich. Also, dann zieht er aber mit Nachteil. Nee, tut er nicht. Er ist ein Abstand. Scout. Bei 54. Das heißt, nachdem er Crack getötet hat, greift er an, ja. Das Fass da wird noch zerstört. Ich weiß nicht, ob das einer von euch machen kann. Ja, musst du mit L weglocken. Beim nächsten Mal. Oh, ich habe einen Eisenhelm, haha. Dann macht er 1 Schaden. Und ein Schaden? Ja, aber vergiftet. Er hat mal 2 gezogen. Ja, aber er hat einen Helm, hat er gesagt. Eisenhelm. Ne? Der Eisenhelm schützt vor dem Mal 2. Gut, ja, dann Eisenhelm Scout durch, Tinkerer ist auch durch, End Round. Okay. Warte, ich muss noch Karten ziehen. Ah, egal. Musst du schneller ziehen? Du bist vergiftet? Ja. Oh, warte, das ist der falsche Stapel. Nein, die... Da ist schon wieder eine Karte unter den Spielstapel gerutscht. Wie machst du das? Keine Ahnung. Warte mal, nichts, nicht drücken, nichts. Ich hab's rechts neben mein Spielfeld legen wollen, dann ist unter das Spielfeld gerutscht. Was ist? Moment. Fehlt immer noch. Geht das? Warum rutscht die unter das Spielfeld? Sonst mach mal dein Charakter-Table mal zu und wieder auf. Vielleicht zieht das dann. Oder? Und man könnte es vielleicht daran. Nee. Okay, passt. So, jetzt was ich mir vielleicht hingelegt habe. Was? Gut. Dann sind alle da. Maru Tinkora mit der 19, dann bewege ich mich 1, 2 Felder und drücke ein Heal raus, damit du deine Vergiftung wieder loswirst. Okay. Fertig. Bellweaver. Gift weg. Ja, 4 Felder. 1, 2, 3, 4. Ich gehe noch 2 mehr wegen den Boots. Mehr kann ich nicht machen. Ach, verdammt, ich wollte ja das Schild verwenden. Egal. Dann bin ich. Dann mache ich 2 Schritte auf die Truhe, mache ihm einen Schaden, erzeug Erde und dann greife ich im Nahkampf an. Mit 3. 3 Schaden. Der ist weg. Na gut, dann kann ich ja die Tür jetzt gleich aufmachen. Mache ich einen Short Rest. Dann ist Krikard durch, der Scout ist tot. End Round. Mach auch eine kurze Rast. Mach eine lange Rast. Oder lohnt sich das? Sollte ich erstmal die andere. Also, wenn du eine lange Rast machst, mache ich auch eine lange Rast, weil. Hä? Ach, ihr macht lange Rasten? Ja, dann. Ja, nee, du musst ja vorkommen. Was? Du musst nach vorne kommen.
Aber wenn der Tinkerer nicht bei mir steht, werde ich nicht in den Raum reinstürzen. Ja. Darum ich nehme einen Schaden. Die Karte, die da oben drauf war, will ich unbedingt behalten. Oder macht es Sinn, dass ich sonst erst die beiden anderen Karten ausspiele? Ich weiß ja nicht, was für Karten das sind. Das kann ich dir nicht sagen. Nee, dann gut. Long Rest liegt. Dann mache ich auch einen Long Rest und warte auf den. Und dann gucke ich, was ich. Dann welche Karte wegwerfen? Nein. Nein. Gut. Karte nicht behalten will. Okay. Brauche ich dir die Stiefel in dem Dungeon hier? Hm? Brauche ich dir die Stiefel hier? Machst du viel leichter. Mit Stiefel? Mit den plus 2? Ja. Ja. Ach, die gibt's auch nur zweimal. Okay. Ja, das ist richtig. Ja, wenn ihr long rastet, dann geht's los. Okay. Drei Felder. 1, 2, 3. Drei Felder? Ja, geht nicht. Ich habe noch eine Viererkarte, aber das ist eine gute Angriffskarte auch noch. Gut. Okay. Dann sind wir durch. 2. Durch. Jeder bekommt 2 Lebenspunkte dazu. Außer ich. Jetzt mal lange Rast gemacht. Du wolltest das nicht. Nein, das, alles gut. Wie weit sind die Gegner denn weg? Ja, wie machen wir das? Stürmen wir rein oder? Ja, natürlich. Stürmen rein. Ich mach die Tür jetzt auf und lass die zu uns kommen. Kannst machen. Oder noch besser, soll ich jetzt schon mein Cloak benutzen, also meine Unsichtbarkeits... Hast du den jetzt gekauft? Ja, habe ich Gloomhaven mir zugelegt. Das also könnte man durchaus machen. Also der Vorteil ist, wenn ich mich in die Tür stelle, dann würden die Nahkämpfer... Nee, die würden stehen bleiben, sie haben keinen Durchgang. Das würde nichts bringen. 1, 2, 3. Nee, das bringt nichts. Nee, ich mach die Tür auf. Also daran ändert sich nichts. Warte. Kartenbewegung. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mich da... Elementar ist nicht vorhanden. Dann nehme ich das da. Okay. Dann, los geht's. Ja. Spellweaver. Ja. 3 Move. Tür mache ich auf. 1, 2. Hier bleibe ich stehen. Die Karten noch von den Gegnern ziehen. Hunde und Scout. Ich ziehe meine Hund. Und dann gucken wir mal, was jetzt kommt. Hunde machen die Muddle-Bewegung. Ja, Scout ist bei der 40. Und die Hunde sind wann dran? Die Hunde sind bei der 7. 5 Bewegungen haben die Elite und die anderen 4. Dann machen sie Muddle. 1, 2, das heißt, wenn sie Muddle machen, 2, 4, 5, 2, 4, 5, dann wird der Scout mit 3er Bewegung noch einmal mich angreifen. Dann bleibe ich genau da stehen. Und ich greife den Scout 9 mit Schaden 3 an. 2 Schaden. Und ich erzeug nochmal Licht. 2, 4. 1, 2, 3, 4. Wir haben 5. 5? Das ist eine Elite. Ja, das ist eine Elite. Ja. Gut, dann und die maddeln mich natürlich. Ich darf maddeln nicht, ne? Machen nur Dreck. Dann ist das ja gar nicht so wild. Ja, deswegen, genau. Und die Hunde sind durch. Was habe ich für eine Initiative? 74. So, dann hast du 87, dann sind die Scouts dran. Die Scouts mit 40, sie bewegen sich einmal ein bisschen schneller. Das heißt 4 mit Attack 0. Oder 1. Nee, 0. Und 1. 1, 2, 3. Der greift mich an mit 1 Schaden. 1 Schaden. Der andere bewegt sich nicht mehr. Achso, doch, Herr Clint. Er kann noch weiter. Ganz theoretisch, genau. Aber er wird dieses Feld hier nehmen. Ja, das kommt jetzt drauf an. Nee, er versucht hier rumzukommen auf dieses Feld. Okay. Er versucht den nächsten bestmöglicher zu nehmen. Ja, er kann ja da durchspringen. Deswegen ist es doch egal, so wie du ihn willst. In dem Fall ist es tatsächlich egal. Also du hättest ja sein können, dass du es auch so rum willst.
Nein, in dem Fall nicht. Gut, dann ist der Schamane durch, dann bin ich dran. Was ist dein Plan? Macht jetzt keinen Sinn, dass ich jetzt eine Falle lege, ne? Eins, zwei, drei. Willst du dich da hinstellen, Crackout? Du standest doch hier, oder? Er stand in der Tür. Stand in der Tür. Eins, zwei, also ich kann drei. Mich da hinstellen, aber die Runde kann ich eh fünf Felder schießen. Also von unten aus habe ich auch kein Problem. Denk dran, du hast die Boots mit plus zwei. Du könntest in der Theorie die 76 unten benutzen, um dich mit vier Bewegungen fortzubewegen. Und könntest dann die Inkbomb benutzen. Mit Attack 4 Wenn auf 3 Gegner. Wenn du die gerade verwenden willst, aber das, die steht gerade relativ. 4, 5, 6, dann da hinstellen, oder wie? Nee, er meint vier Felder dahin laufen und dann die Inkbomb schießen. Genau, und die Inkbomb auf. Da rein, auf drei, auf diese, drei Gegner. Auf diese drei Felder oder so. Das sind immerhin zwei Elite, die du damit treffen kannst. Ich kann mich auch da anstellen. Ja, kannst du auch. Ja, steh mich da hin und dann schieße ich die Inkbomb. Mit den Stiefeln halt und Inkbomb. Nee, ohne Stiefel. Und Googles, und die Googles, wenn du sie noch kannst. Eins, zwei, drei, vier. Ich brauche keine Stiefel. Ach so, doch, also dann. Die ah, Karte. Okay, genau, dann wir haben gerade die rechte Karte gewechselt. Okay, das habe ich gerade nicht gesehen. Und dann musst du die Boots mit vier Bewegungen One zu Ally in Range, dann kann ich dir das noch zurückgeben, ne? Dann kriegst du nur das gerade. Nein. Ich meine, du bewegst dich. Ach so, das ist eine Bewegung, dass die Boots. Durch. Ja, genau. Ich sehe es gerade. Entschuldigung. Kein Problem. Boots aktiviert, dann nehme ich die Google auch nochmal und dann schieße ich. Danke für den Tipp. Mit einer Vierer, ne? Ich ziehe erstmal Start Round Attack. So. Der erste. Wir gehen von unten nach oben. Das ist ein Plus 0. Ach so, das Google, okay. Genau. Ja. Dann kommt der nächste. Wen schieße ich denn ab? Den Vierer Wolf, ne? Der Vierer und wäre noch übrig. Nur eins, zwei. Dann ist der Curse das weg. Das ist vier Schaden. So. Googles sind echt geil, Mann. Ja. Ich sag ja, als nächstes brauchst du noch den Piercing Bow für die Schilde, die irgendwann mal kommen werden. Dann bin ich. Vier Schritte. Eins, zwei, drei, vier. Soll ich auf den Elite schießen, wenn er schon da steht? Auf den Scout? Ich finde die Wölfe schlimmer tatsächlich. Dann schieße ich auf den Elite Wolf mit zwei Leben. Bei Stärke minus eins, ein Schaden. Wo ist das Gift, wenn man es mal braucht? Dann ist die Runde durch. Kann jemand von euch zufällig Erde? Könnte ich. Willst du haben? Ich weiß nicht, ob sich's bis dahin leider noch lohnt. Also ich kann auch früh Erde erzeugen, es geht. Früh kannst ja, dann mache ich, wenn die in so einem Pulk stehen bleiben, auf allen Schaden. Ja, erzeuge ich früh Erde, passt. Ah, toll. Welche Karte spiele ich noch dazu? Zwei. War schnelles. Irgendwo fehlen mir jetzt plötzlich auch Karten. Hier fehlen Karten? 4, 5, 6, 7, eine Karte. Das ist manchmal der Fall bei dem Ding, das rutscht irgendwie halb drunter. Ja, es rutscht da halb durch, ja. Jetzt stimmt's wieder. Jetzt also. Dein Spieler-Ding fehlt auch. Das ist nicht wichtig, das ist. Ja, ich meine, was fehlt. Ja, das ist rund, das ist nicht so wichtig. Mir sind die Karten da wichtiger gewesen. Ich mache einen Short Rest, oder? Ja, ich mache einen Short Rest. Ja, perfekt, weg damit. Ich wollte ich haben. Macht man eigentlich nicht, aber. Zwei. Eine Karte fehlt noch. Ja. Und zwar wird es. Habe ich noch Licht? Ich hab nee, Licht ist gerade ausgegangen. Nee, ist waning. Es ist am Verdampfen. Dann nehme ich. Ich will früh dran sein. Okay. Spellweaver, Tinker, Hund. Dann machen wir die Hunde weg. Scouts sind ganz spät, was machen die denn? Die machen einen Giftangriff mit plus zwei Schaden. Da muss er aufpassen. Aber die was bleiben machen stehen. Die Wölfe? Die bleiben stehen, die Scouts. Die Wölfe machen einen Rudelangriff, alles klar. Dann nehme ich die Wölfe, die drei Wölfe versuche ich rauszunehmen. Nur zwei. Erzeuge Feuer, kriege drei Erfahrungspunkte, bin eh im Muddle, daher ist es eh unwichtig. Ich fange den Worming Scout an. Minus 1, minus 2. Ja, minus 2, das eine kommt wieder zurück. Das heißt minus 2, das heißt ein Schaden. Was? Warum auf den? Schieß auf den hinteren. Wir fangen von unten nach oben an. Ich mach erst die Elite weg. Ich kann gerade alle mit zwei Angriffen angreifen. Ja, wen hast du jetzt abgeschossen? Ja, aber du triffst mich doch dann auch, du Nase. Doch nicht in Gebietsangriffen drin. Natürlich. Muddle. All allies and enemies in the targeted area. Oh,
Okay. Deswegen, der ist auf jeden Fall ja, weg. Dann mach. Und dann kannst du auf die anderen drei zielen, wenn sie noch leben sollten. So, da hast du schon den, dann musst du nochmal einen weitere ziehen. Und der Miss war sowieso schon. Nee, es war kein Miss, es war ein Bless. Nein. Doch, ich habe ihn genau von da oben weggezogen. Du hast noch eine dritte gezogen. Ja, das ist versehentlich eine zu viel. Guck in Chat. Miss, Shuffle und ein Bless. Wo ist denn das Miss? Ach, hier. Im Chat. Also die andere war, der Hund 4 ist nicht getroffen. Okay, der Hund 4 ist nicht getroffen, das ist okay. Hast noch einen dritten, ne? Ja. So, jetzt ist weg. So, und dann greife ich den Hund 6 an. Bless. Dann kriegst du nur die plus 1. Dann krieg ich die plus 1, sind 4 Schaden. Okay. So. Wolltest du nur für dich ein bisschen klein machen. So, das ist mal alles. Und jetzt heile ich mich nochmal um 3. Das auch noch. Das war ja mein Standard. Icarus. Das war meine untere. So, du willst Erde von mir haben. Great Earth. Dann Attack 2, Range 3 mit Poison. Ich zieh gerade mal Layer Curse. Ist gar nicht so gut. Aber er ist trotzdem vergiftet. Ja. Der Vermin hin? Das war der. Nicht den. 1, 2, 3. Ich kann nur einen von den beiden Hunden angreifen. Dann kriege ich der Hund. So, der. Ja. Genau. Und dann kann ich mich 2 Felder bewegen. Und gebe dir einen Heal 1. Und sogar okay. Ich aber nicht gebrauchen. Jetzt sind die Hunde. Die sind noch vor mir dran. Das gibt's doch nicht. Die machen einen 4er Angriff auf den Bellevue. Beide. Na, warte. Warte, wie viel Stärke machen die gerade? 6, 7. Stimmt das? Nein, warte, 4, ich war in der falschen Zeile. 4 Schaden. Auf den Spellweaver zweimal. Das ist fies. Was, wieso 4 Schaden? Wegen Rudelangriff. Bonuseffekt. Boah. Rauslaufen wäre, glaube ich, schlauer gewesen. Als sich zu heilen. Das ist der erste, plus 0 sind 4 Schaden. Doch da? Hä? Entschuldigung, ich habe gerade nicht mitbekommen, wo es gerade ging. Worum ging es nochmal? 4 Schaden. Du kriegst 4 Schaden vom ersten Wolf. Ich krieg 4 Schaden. An. Der zweite greift auch gleich nochmal an mit 4. Mist, ja, Mist, Glück habt. Junge, ich Junge. Ich werf erst Karten weg, wenn es wirklich ganz knapp wird. Gut, dann sind die Hunde durch. Service Crackheart, 29. Do it. Dann verwende ich die Erde, schieß in die Gegner rein. Jeder von den Gegnern 2 Attacke. Dann fange ich mal mit dem vergifteten Hund an. 3 Schaden der normale, 3 Schaden der andere, Curse. In den Curse löschen. Schmadel. Dann laufe ich noch einen Schritt. Curse löschen. Hier schon? Na da. Gehen einfach mal raus. Gut, dann ist der Scout dran. Das ist ein normaler Scout. Was tut der? Der normale Scout. Ja. Adel. Der macht Attack 2. Poison. Nahkampf. Bewegt sich nicht. Gut, dann also sind macht er wir nichts. Fertig. So, du hast 4 Lebenspunkte verloren. Hat der Crack hat jetzt gerade ein paar Wyrmlings umgebracht? Noch nicht. Oh, du hast den anderen erledigt, den Elite. Also ich würde die 2 Münzen, die vor mir sind, noch looten und dann weiterlaufen. Warum legt die Karte nicht? Die Karte gerade wild umher. Was ist denn? Meinst du hier vorne in der Player Math oder meinst du hier? Das hat hier gerade wild die Karten umgeworfen. Ach so, okay. Keine Ahnung warum. Was hab ich einfach gesagt? Überall hingeflogen. Die da und ist jemand von euch verletzt? Ich werde dich jetzt heilen. Heilst du mich massivst oder nur so, also, wie ich dich sonst auch heile? Nee, also wenn du stehen bleibst, du kannst auch noch ein bisschen gehen, dann wirst du auch voll sein. Okay, nö, dann ich gehe so ziemlich als letztes, dann brauche ich aber keine Heilung von mir verwenden. Gut. Habe ich jetzt da runtergelegt? Ach ja, die Karte. Nee, ich bleib da stehen. Ich bleib da tatsächlich eine Runde stehen. One adjacent ally. Was tut denn Crackheart? Wirst du dich bewegen? 2 Schritt.
Zwei Schritte, das ist okay. Ich muss in den Nahkampf. Nee, zwei Schritte ist komplett tuto completo. Du wirst dich jetzt mega, mega freuen, Mann. Junge, Junge, wie ich supporte. Rekord. Rekord ist zuerst. Dann zwei Schritt und eine Dreier Attacke mit einer P. Dann gehe ich mal auf die Münze hier. Ich habe doch gerade gesagt, ich wollte... Dann greife ich ihn an. Looten. Was? Alles gut. Wo soll ich denn sonst hingehen? Auf die Münze, auf den Platz daneben. Da! Drei Schaden reicht. Wörmling erledigt. Super. Kannst du ihm eine neue looten. Münze geben? Rekord ist durch. Dann einmal bitte 4 Lebenspunkte für meine Spellweaver. Und nebenstehender Ally kann alle seine Discarded Cards recovern. Alle. Okay. Krass, oder? Danke. War das gerade 8 Stück, oder? Du hast 8 Stück. Ich habe keine. Nee, ich meine unseren Crackhard. Ach, also, Karten wieder. Alle. Sehr schön. Ja, ohne eine kurze Rast. Aber da steht doch angrenzend. Ja, ist er doch. Ach so, da, ja. Ich habe extra gefragt, ob er neben mir steht. Ja. Dann ist der Scout dran. Tot. Bellweaver. Passiert. Ja, Loot 1, dankeschön. Du kannst dich noch bewegen. Ich werde mich nicht bewegen, ich will den unteren Teil so. Haben. Ach so. Dass die Lootfähigkeit immer unten ist, das ist nervig, ne? Bewegen ja. Oder looten. Bei mir ist Loot oben. Ah, gut. Wie machen wir das jetzt? Wer ist im mittleren Raum? Der ist der gefährliche? Ne, da haben wir uns lange aufgehalten. Ich glaube, wir sollten erst die seitlichen machen, weil dann die gehen wahrscheinlich schneller. Und dann mit geballten Angriff auf die oberen. Also so wie eben gerade. Weil wir haben es ja genau andersrum. Wir haben es viel zu lange wenigstens 2 Runden, um hoch in den nächsten Raum zu kommen. Ich brauche 3 Runden, glaube ich. Dann macht es für mich Sinn, dass ich eine lange Rast mache. Nee, ich werde erstmal ganz normal laufen. Ist zwar blöd, aber lass ihn nicht ändern. Wird jemanden von uns heilen? Heil dich. Ein bisschen aber also hier. Dann legt halt irgendwelche Blödsinnskarten, damit wir erstmal so lange laufen, bis wir dann eine lange Rast machen, dann treten wir die Tür ein. Erstmal irgendwelchen Blödsinn legen. Start Round. Keine Feinde. Tinkerer läuft zuerst. Lauf 2 Felder, 1, 2, nimm die Coin und bin fertig. Dann mache ich einen 4er Heal auf mich und 3 Felder. Oh, ich mache Erde. Voll. Heal 3 auf den Tinkerer und 4 Felder. 1, 2, 3. Heal 3 auf mich? Ja. Na, du bist einzig noch links. Und für alle voll, gut. Nächsten Blödsinn in den Garten. Vielleicht wahrscheinlich die Runde schon angreifen und dann Muddle auf alle Gegner machen im linken Raum. Du musst deine Karten discarden. Ja, ich hab nur gerade geplant für die nächste Runde. Ja, ich denke, ich gehe da jetzt rein und mach direkt die Muddle-Attacke, wenn ich schon. Erde gezogen habe. Ist schon krass, wie schnell wir aktuell sind, ne? Also noch. Ja, aber das liegt ja auch daran, dass wir immer mehr. Diesmal fahren wir ja voraus mit den Bewegungen. Genau, weil wir wissen ja jetzt, auf was wir uns hier einlassen, sag ich mal. Und deswegen. Und trotzdem Angst. Ich habe trotzdem Angst, dass wir. Dass ich vorher. Dass du ausrennst, ja. Ja, da hab ich Angst vor. Du hättest die Karte für mich nicht verwenden sollen, mit den Karten zurückkriegen. Du hast noch 6. Die ist für dich dringender nötig als für mich. Also für dich ist du quasi eine Raste, die du gerade verloren hast. Ich glaube, es wäre besser gewesen, hättest du behalten. Aber egal, das muss. Okay, meine Karten stehen. Meine noch nicht. Okay, stehen sie. Tinkerer ist dran, Tinkerer läuft. Fuck. Das hat wieder das Zeug nicht. Viva. Dann Tinkerer. Viel Bewegung, ich mach die Tür auf. Das ist gut, ich habe mich nämlich gerade erschrocken, sonst hätte ich mich nur eine Bewegung machen können, obwohl ich 2 machen will. Wäre sonst richtig bitter gewesen. Und brauchst du die Erde? Würde sie gern verwenden, dann macht mein Attack mehr Schaden. Ja, ist in Ordnung. Dann mache ich einen Attack 2 auf 1, 2. Den Wurmling da.
Ein Schaden. Okay, da hätte sich keinen Unterschied gemacht vom Schaden her. Hm, wahrscheinlich nicht. Dann werde ich mich nur bewegen und bin fertig. 1, 2. Der nächste. Stopp. Wurmlings ziehen. Ah, die Wurmlings, stimmt, ja. Die sind hier. Dann bewegen sich vier Felder. Minus 2 Schaden. 4 Felder, 0 Schaden sogar. Cool, das heißt, sie müssen ein Plus ziehen. Ja, sie müssen Plus ziehen. 0. Und der andere. 0. Kein Schaden. Nice. Ey, dabei habe ich schon die Rüstung, weißt du, die Frost Armor. So, Service Crackard, 82. Naja, das geht zum Glück nur, wenn du Schaden kassierst, ne? Lass mir noch schauen. 4 Bewegung und dann den Gebietsangriff. Das reicht für die Tür. Genau drauf. Und dann greife ich beide mit plus mit 2 Schaden an. Der obere, 0, der untere, minus 1. Schade. Aber beide Muddle, deswegen. Ich wollte gerade sagen, ja, also das geht doch jetzt richtig fix. Du musst halt nur reinrennen und die Kiste einmal looten, ne? Ja, ich muss ja auch noch töten, aber. Das ist jetzt das Ding. Das Erde. So, ist jetzt die Frage, mache ich eine Short Rest? Ich mache eine Short Rest. Die Ratten bewegen sich noch. Den möchte ich behalten, dann werde ich eine nächste abwerfen. Um einen Schaden. Wird noch angegriffen, zweimal. Und den Wagen jeweils 2 Karten ziehen, Angriffe. Mach ich. Kein Schaden. Da ist der Buff draußen, aber das wäre egal. Ja, und noch der andere. Die machen doch auch nur minus 1, das heißt, ja, nochmal gesmuddelt. Aber der macht einen Schaden. Ich würde den Schild aktivieren. Dann ist der Schaden direkt weg. Habe ich den nochmal verwendet. Ja. Gut, dann ist Service Cracker durch und die Scouts auch Endround. So, ich hätte eine Short Rest gemacht. Wo helfe ich denn? Ja, wer kommt alleine klar? Also, ich sollte auf jeden Fall einen von denen jetzt töten können. Ich schaue gerade, ob ich ein Gebietsangriff. Ich kann einen Gebietsangriff machen, aber das ist halt eine Karte, die ich verliere. Das würde ich nicht machen. Dann versuche ich es mal. Möchte die Spellweaver da stehen bleiben? Mhm. Die Spellweaver wird auf die Truhe springen. Wird's auf die Truhe springen? Mhm. Weg ist weg. Ich springe auf die Truhe. Und machen 3. Und machen Angriff auf Wurmling 2 mit 2 Schaden. Und 3 hast du? Ja, 1 Schaden. Ah, mühsam ändert sich das Eichhörnchen. Ich bin auch gleich da, keine Sorge. Dann Service Crackard. Ah, Mist. Wenn ich aus der PDFs raus, muss ich mich an. Läuft aber dieses Mal wesentlich besser. Also, ich schlag erstmal den Typ vor mir ins Hindernis. 3 Schaden plus 2 durchs Hindernis. Krass. Dann ist er so oder also so. Also, er ist auf jeden Fall tot, aber ich muss trotzdem ziehen. Minus 1, 4 Schaden. Toll. 1 EP. Danach stelle ich mich dahin, wo er steht und sammle das Teil auf. Gut, dann bin ich dran. Ich schaue gerade mal, was meine Aktion war. Ich werde mich 2 bewegen und dann mit Range 3, Attack 2, Pull 2 machen. 1, 2 und dann werde ich ihn hier mal. Was soll ich ihn pullen? Nimm lieber den Schwächeren. Nimm dann kurz den einen weg, genau. Dann ziehe ich mal einen Modifier. Also klar. Dann ist er an mir dran. Also wenn du möchtest, du musst nicht pullen, wenn du nicht willst. Ziehen. Achso, ich muss nicht pullen? Nein, nein. Das ist eine Freiwillige. Also bis auf Elemente und ja, bis auf die Elemente, glaube ich, darfst du auf jede Zeile verzichten. Okay, dann ziehe ich ihn halt nicht. Ah, schade. Scouts sind dran. 3 Stück haben wir. Was machen die? Scouts machen Darmblut. Nahkampfangriff, Nahkampf mit Loot. Bewegung machen sie nicht? Doch, das ist dann quasi mit drin. Das heißt, die gehen, stellen sich jetzt vor mir und behindern mich. Gehen sie den Weg. Der andere stellt sich zu mir, ne? Ja, der andere stellt sich zu dir. Wie komme ich da jetzt raus? Ein Wegbursten.
versuch dir zu helfen, zur Not bin ich beim Heal da. Könnte, ja. Ja gut, dann probier ich's mal so. Sag mal, was haben die denn für eine Range? 1, 2, 1, 2, 3. Rocket Spellweaver, ist das richtig? Mit der 7? Nee, es ist nicht richtig. Warte mal. Sehr schön. Gut, dann der Tinkerer mit der 34. Ich möchte mich bewegen. 1, 2 und darf 2 Ziele angreifen mit jeweils einem 2er Schaden. Ich fange mit dem oberen an. Dann bekommt der. Ist er tot? Und noch ein, dann ist er auch tot. Und das war meine Runde. Jo, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich bin nützlich. Dann kannst du mit Move 4 noch irgendwas machen. Looten. Loot. Ja, genau, bewegst dich einen Schritt. Nee, wir müssen. Nee, wir müssen eigentlich schon dahin. Hast du noch Schasse und Stiefel? Hier. Noch Stiefel? Ja, anscheinend. 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich muss nicht, fertig. Muss nicht unbedingt sammeln. Da mache ich eine 3er Nahkampfattacke mit einer EP gegen ihn. Achso, ja, was hier. Dürfte ich glaube ich noch. Achso. Ich. Und ich kann 2 Schritte gehen. Ich kann mich jetzt entweder da hinstellen und nächste Runde looten. Und dann. Ja, das dauert zu lange, ne? Das war zu viel Züge. Noch extra eine Lootkarte spielen, ne? Gut. Nächste Runde, ne? So. Warte. Warte, ich habe eine Stamina Potion noch. Dann würde ich die gern verwenden für meine 4er Bewegung. Weil ich bewegen kann. Was nehme ich noch? Erd. Kannst du Eis erzeugen? Nee, ich konnte es nur. Mach das Eis, ne? Ist schon durch. Also wenn, dann müsstest du so lange warten, bis ich die wieder abwerfe. Aber eigentlich wollte ich gerne noch 2-mal Schaden kassieren, damit sie abgeworfen wird. Ja, und nee, es dann zurückholen gut, kann. Alles gut. Dann lasse ich das halt. Stehe ich denn? 1, 2. Am besten nachher an der Tür. Machst du mich jetzt gleich auf. Gut, dann Karten von dir. Achso, also am besten sollst du dich dort stellen, wo ich jetzt stehe. Ja, muss ich dann irgendwie versuchen. Ja. Also die 2 Schritt geht ja immer. Ja, mal überlegen, ich muss die Karte legen. Ich bin recht spät dran übrigens. Oh, ist schon 11 Uhr. Service Crickhart. Dann 4 Bewegungen und den anderen muss ich verfallen lassen. Gut, dann ist der Tinkerer dran. Du hast dich noch nicht bewegt, ne? Ja, du kannst dich auch hier hinstellen. Möchtest du eine Lost Card wiederbekommen? Lass mich mal gucken. Oder soll ich das später machen? Oh, das wäre sogar ganz geil, wenn ich sie bekomme. Jetzt schon? Ja, dann könnte ich meine Tech 3 Range 3 Tage 3 wieder benutzen. Gut, dann one ally within range 3, das ist aktuell der Fall. Recover one lost card. Dann lost ich die und beweg mich nicht. Komm mal, wie viel? Zwei Lebenspunkte, zwei Erfahrungspunkte. Create one, two damage poison trap, das werde ich auch mal machen. Ich? Und zwar werde ich die hier erzeugen. Und dann kann der nächste schon mal, während ich die suche. Ich suche. Und schon mal weiter abhandeln. Spellview macht die Tür auf. 2. Jetzt gucken wir mal, was sie alles können. Hunde machen den Gruppenangriff. Der andere macht einen Curse im Angriff. Kann 2 Leute angreifen. Und die Scouts machen einen Fernkampf mit Giftangriff. 3 Reichweite. Bewegen sich aber nur ein Feld. Erst wenn du jetzt unsichtbar wirst, greifen sie dich zu Blüten an. Ja, sie bewegen sich dann auch nicht. Weiß nicht, ob du wieder einen Schritt zurückgehen kannst. Ja, ich habe noch 2 Bewegungen, habe ich. Da können sie dich angreifen. Wie weit laufen die Hunde laufen 5, gell? Ja, 5, das heißt. Ja, 5.
5. Die Elite 5. 1, 2. Das sind normale, das sind normale. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das heißt, sie würden rauslaufen bis ungefähr hier. Die Wyrmling Scouts bewegen sich genau ein Feld. Das heißt, das würde nichts bringen. Und der Schamane würde auch nicht cursen können, glaube ich, weil er hat Bewegung 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Okay. Ich stelle mich hier hin. Dann das war mein Move. Dann heile ich mich. Obwohl, kann jemand anders noch heilen? Nö, ich heile mich. Wirklich. Und dann mache ich mich unsichtbar. Gut, dann sind die Schamanen dran. Was ist der Schamane? Schamane, ja. Der Schamane geht 3 Felder. Kann er nicht. 1, 2, 3, doch, er kann sich da näher stellen. Dann bleibt er da stehen. Also hier. Da könnte er hin. 1, 2, 3, 4, 5. Ich bin unsichtbar, deswegen kann ich nicht anvisieren. Geht nicht. Die Hunde bewegen sich aber. 1, 2, 3, 4. Weil sie mich zum Crackhead wollen. Der nächste stellt sich dahin. Der Dreier, 1, 2, 3, stellt sich hier hin. Das ist der hier. Nee, der Schütze nicht. Achso, Entschuldigung, ich hab mich verguckt. Genau. Jetzt stehen sie nicht alle schön beieinander. Und die Schützen bewegen sich genau ein Feld. Und würden gerne poisen mit. Aber sie haben mich nicht im Ziel. Bist du mir böse, wenn ich dich maddel, damit ich alle Gegner treffe? Mach, hau raus. Service Crackard. Ist jetzt Service Crackard? Oder ich kann eine einzelne stärkere Attacke machen, aber ich kann nicht vor dir. Warum ist denn die Orchid Spell Reveal mit 91? Weil das noch die alte Dings war. Was noch? Ich hab doch gemacht gehabt. Und dadurch haben die Gegner sich bewegt, als letztes. Alles. Ja, okay, jetzt bin ich dran. Gut. Achso, Short Rest gemacht. Oh, okay, das. Euer Information. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, deswegen wollte ich ja auch als letztes dran sein und mich unsichtbar machen, weil dann bewegen sich gegen mich ganz schön nett, wie wir es gerne haben möchten. Okay, fertig. Der wart auch so schön aus. Du machst jetzt. Ich bin jetzt aber recht spät dran. Das heißt, sie werden sich bewegen. Kannst du dich versuchen, früher dran zu sein? Ich habe keine gute Idee mehr. Ich kann eine Shortrest machen, wenn du das magst. Nö, eigentlich nicht, glaube ich. Gut. Hast du deine Karten drin? Ich habe viele Karten. 8 Karten, ne? Wäre vielleicht schlauer, den Kampf hier schnell zu beenden, ne? Probier's. Das ist die eine Karte, die ich behalten muss. Ja, dann kriegst du einen Lebenspunkt. Habe ich gemacht. Die sind auch noch mit dabei, ne? Die hättest du auch noch mit shuffeln können. Wen? Ist egal. Welche? Die du eben abgelegt hattest. Nee, die habe ich gerade gespielt. Achso. Bin auf meine Hand. Du hast die Short Rest am Ende der letzten Runde gemacht. Hat das ja schon mal reingelegt, ja. Ja, jetzt Hand sortieren. Schnelle Initiative. Du kannst ruhig so früh wie du möchtest. Also so früh das wie möglich, wenn du willst. Los. Oh, kann jemand richtig, richtig schnell Erde erschaffen. Ich glaube, den habe ich nicht mehr. Nee, er ist weg. Warte mal. Lass mich kurz überlegen. Machst du einen Flächenangriff, richtig? Ich mache auf jeden Fall einen Flächenangriff. Wenn Erde noch dabei, schadet es nicht. Aber aber wenn ich dir die Erde gebe, stört es dich nicht. Also mich dann nicht. Also ich bin so gleich weg aus. Aber ich könnte dir Erde geben. Gut, dass du es nochmal. Dann lege ich die Karte hier vorne hin. Und falls. Wo ist meine andere Attacke? Da. Das ist der andere Flächenangriff. So, ich habe jetzt mal bei den Flächenangriffen draußen, je nachdem, ob du er spielst oder nicht, das eine oder das andere. Spellweaver 7. Ah, sehr schön. Ich mache jetzt einen 2-Felder-Rundumschlag nach 3-Wehr-Bewegung. Kann ich hier stehen bleiben, Crackhard? Wenn ich von hier aus noch den Hund da rangreifen kann. Technisch gesehen? Ja. Ja. Okay. Dann bleibe ich hier stehen, mache einen geraden Angriff. Obwohl, ich muss ja nicht mal gerade, ich kann ja so machen. Also ich würde hier auch wieder alle 4 treffen. Das heißt, ich kriege 4 Erfahrungspunkte. Und ich greife jeden an mit 3er Attack.
Nachteil gegen den Hund 1. Das ohne sind 1. 4 Schaden. Hund 2 ohne sind 2 Schaden. Hund 6 sind 3 Schaden. Und 5 sind 3 Schaden. Du kriegst nicht mal Retaliate. Für 3. Richtig. So. Service Cracker 13. Dann lass mich nochmal einen Karten anschauen. Ich bewege mich 3 Felder und dann mache ich meine obere Attacke von links. 3 Schaden auf alle angrenzenden Gegner. Bis zu 2 Felder. Oh, warte, dann mache ich dir aber 2 Schaden. Ist okay. Egal. Mach. Okay, weil, dann mache ich das. Ich habe die Frostrüstung, die schützt mich davor. Dann verbrauche ich die Erde. Also, der Hund in der Tür. 6 Schaden. Die 5. Curse. Die 6. Minus 1. So, lass mich jetzt noch lesen. Ich kriege ein EP. Ich krieg 2 EP. Du kriegst 2 Schaden. Hm, schon verrechnet. Schade. Hat gehofft, ich erwische alle, aber die Curses. Die Curses mal wieder. Ja, irgendwann müssen die raus. Außerdem sind wir noch gut dabei. Dann ist der Tinkerer. Ich bewege mich 2 Felder und dann kann ich von der einen Ecke in die andere Ecke schießen. Auch wenn es nur einmal ist. Gut, ich könnte jetzt auch heilen, aber ich werde einmal mal schießen. Dann mache ich 3 Schaden. Schamane. Was macht der Schamane? Schamane ist links, oder? Nee, Schamane ist rechts. Der Schamane heilt in Reichweite 3 denjenigen von seinen Leuten. Ja, aber er kann doch 3 Felder geben. Nee, 2 Felder. 2. 2 Felder. Gut. Aber nur wenn er jemanden heilen müsste. Wenn nicht, dann bleibt er stehen. Gut, dann sind die Scouts. Die Scouts. Normal. 3 Bewegung. Ja, ganz normale 3 Bewegung. Angriff 1. Das sind Fernkämpfer? Nahkämpfer. Nahkampf. Gut, dann sind die Scouts fertig, Endround. Ja, ich wollte es eigentlich in die Falle da hinten schieben. Ja. Habe ich eine schöne Attacke gegen die? Ja, erstmal mache ich sie weg. Machst du die Scouts weg? Ich versuch's. Ich stelle mich in die Tür und greife die beiden an. Ich bereite einen Sprungangriff dann vor. Und ja, schau mal, zu was du kommst, ja? Ja. Aber ich hasse die Vermin. Ich weiß, aber ich bringe sie nicht um, keine Sorge. Lass sie leben. Spellweaver. Ja, stell mich auf die Tür. Copy-paste ich mir gleich. Das war das. Dann mache ich Feuer. Dreier Angriff auf 3 Ziele. Ich kriege aber nur 2 in Reichweite. Links angefangen, 4 Schaden tot. Rechts angefangen, 2 Schaden. So. Geht noch. Du kriegst noch einen Coin. Genau, ja, den lege ich mir jetzt hier rein. Dann ist der Tinkerer dran. Ich kann mich A2 bewegen. Ich kann mich aber nur eine bewegen und dann schieße ich. Ja gut, ich werde trotzdem brutzeln, ne? Glaube ich. Ja, schieß. Ja. Einfach. Ich werde dann mit meinem Netzgewehr schießen. Oh, ich mache euch beiden jetzt aber einen Schaden. Das ist mir völlig egal. Okay. Dann mache ich einen Schaden. Dann ist er tot. So, dann bin ich noch vom Schaman. Was macht der so? Er bläst und heilt. Naja, okay, mir egal. Also gut, ich werde jetzt springen. Mache, wir haben keine Erde, richtig? Wir haben jeden um mich herum einen Schaden, 4 Bewegungen mit Sprung, 1 EP. Okay. Jedem einen? Jedem einen Schaden. Dann da, wo ich nicht lande, nochmal. Meine Rüstung ist weg. Dann nochmal da, wo ich lande, einen Schaden. 1, 2, 3, 4. Ein Schaden auf den Schamanen. So, die Karte ist lost. Jetzt, Nahkampfattacke 3 Stärke. Ich push ihn auch in das Hindernis hinter ihm. Das ist echt gut. 2 Schaden, 1 Schaden, 4 Schaden. 4 Schaden? Schilde? Also ich habe jetzt 2 Attacke. Er hat kein Schild, ne? Minus 1. Mhm, er hat kein Schild. Ich hatte eine 3 minus 1. Okay, 3 minus 1, gut. Jetzt schiebe ich ins Hindernis, nochmal 2 Schaden, 1 EP. Hat er schon. Ist gemacht. Also 4 Schaden. Genau. Von 9 auf 5 gemacht. Er war auf 8. Also ja, du bist einmal rangesprungen und dann 4 Schaden. Ach stimmt, mein Sprung hat ja... Soll das ranspringen. Dann ist der Schamane dran und der heilt sich jetzt, ne? Ja. Hier, 3 Stück? 3. Gut, end round. Oh, 1, er heilt sich nur 1, entschuldige bitte. Nee, er heilt sich gar nicht, er heilt nur angrenzende, entschuldige bitte. Aber er bläst sich.
Dann muss ich eine Short Rest machen. Knappe Sache bei mir. Mist, ich kann ihn nicht mehr schieben. Ich wollte eigentlich nochmal in der Falle schieben. In die Falle oder nochmal in so einen Obstacle? Kann ihn nicht schieben. Aber ich kann ihm gut Schaden machen. Sollte es schaffen, den Schaman zu erledigen. Der Schaman hat gebläst. Habt ihr das rein? Er hat gebläst, ja. Okay, jetzt noch den letzten Loot einsammeln. Ich glaube, wir haben ein bisschen Zeit dafür, ne? Mhm. Wenn wir Gegner getötet haben, können wir uns Zeit lassen mit dem Looten. Ja, also ich sammle jetzt die zwei Münzen hier, also die Münzen hier vorne ein. Und in der nächsten Runde springe ich rüber, wenn du ihn tot hast. Kannst du mir sonst die Münzen lassen, die darf ich dir einsammeln? Dann kannst du weiter nach vorne springen. Puh. Weil ich es sonst nicht mehr schaffe. Ich habe keine Bewegung mehr. Dann lass du mir die bitte. Er hat noch zwei Züge. Okay, warte, dann ändere ich das mal kurz. Weiß nicht, wie weit du kommst, aber da hinten sind auch noch welche. Wäre ganz ja, cool, wenn du mir die lässt, dann kannst du hinten dann den ganzen Rest. Wenn du ihn tötest, 1, 2, 3, nee, ist das Jump 1, 2, 3. Ja, also wenn du ihn tötest, dann kann ich da tatsächlich auf sein Feld raufen, dann könnte ich es looten. Ich schau mal, wenn ich ihn töten kann. Ja. Habe ich Alternativen? Dann machen wir eine langsame Initiative. Ja, das ist meine langsamste Initiative, die ich bald habe hier. Schon mal eine 8. Oder? Ja, greift mit minus 1 an und disarm. Na toll. Ich war lieber gewusst. Einmal ein Modifier? Minus 1. 2 Schaden machen. 2 Schaden. Gut, darfst du. Dann möchte ich meine Loot 2 Karte mal ausspielen. Ja, warte, du musst ja noch den Dings so 2 Schaden setzen. 2 Schaden? Ja, ich hab's jetzt. Ich hatte ihm eben schon gegeben. Achso. Moment. Dann spiele ich jetzt meine Loot 2, bekomme 1 XP, die Karte ist lost und die andere Karte verfällt. Dann bin ich. Dann bewege ich mich 2 Felder, mache ihm einen Schaden. Und meine Attacke verfällt. Erstelle Erde. Na klar, sobald ich angreifen kann, macht er noch was. Na, wäre ich doch lieber meine alte, die andere gehabt, hätte es mehr genutzt jetzt. Weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Wenn es nicht anders geht, hol dir jetzt die Truhe. Nee, die Zeit habe ich da. Also, ich habe noch eine Charge. Ich habe noch nicht mal mein Deck durch. Brauch halt noch 2 Runden, um ihn zu töten. Ja, aber ich habe mein Deck noch nicht durch. Das ist alles okay. Ich springe rüber mit 8 auf diese Münze. Und das ist meine zweite. Ich recover all my lost cards. Erzeuge nochmal Wind. Die Karte ist weg. So. Ich habe wieder volle Handkarten. Volle Hand. Sehr schön. Ich habe meine 9 schon gespielt. Gut, ich habe auch. War je vorletzte Runde für den Tinkerer? Muss noch. Ja, aber dieses Mal sieht das doch viel besser aus. Aber ob du da nach rechts noch ein paar Münzen einsammeln kannst, wenn du noch eine gute Bewegung hast. Ja, ich heile dich jetzt erstmal, glaube ich. Wenn ich den Typ in der Runde töte, ist ja egal, wo man die Züge. Also ich werde jetzt auch nochmal Schaden rausdrücken, das ist das Letzte, was ich tue. Ich werde den Schaman nochmal ein bisschen was auf die Arme geben. Generiere ich noch irgendwo Erfahrungspunkte? Genau, das habe ich eben auch nochmal geguckt. Boah, ey. Hab ich immer so viel? Naja, komm. Schaman, 23. Lass mich gerade einen Erhalt? Ja, Erhalt. 3. 3 Stück? Den kriege ich nie klein, wenn er so weiter. Dann ist der Tinkerer dran. Ich werde mich 2 Felder bewegen und dann schieße ich. Ein Kalt. Mit einer Range 3 Zweier Attack. Dein Glücks. Dann okay, macht er 2 Schaden. Das steht ja schon mal recht gut. Na ja, Mann, der ist so tanky. Der ist nicht tanky. Er hat sich schon mit dir an. Ja. Ich den allein bekämpfe, krieg ich den nicht klein. Heilung. Jo, dann gehen wir mal, ne? Dann bin ich. Ich mach meinen Opposing Strike, 3 Schaden auf ihn, plus eine 0, 3 Schaden. Und dann kann ich mich 2 Schritte bewegen oder looten, aber das macht gerade keinen Sinn. 2 Schaden. Jetzt bringst du mich echt in Erklärungsnot hier. Na los, jetzt sammel die Truhe. Eine Nahkampfattacke.
Truhe sammeln. Ja, Nahkampfattacke. Los geht die Party. Zwei? Erledigt. Oh, raus. Der war doch gar nicht tanky. Was hast du denn? Der war doch nicht tanky. Und dann hast du noch eine Bewegung. Und dann heil. Ja, und dann beschwöre ich den Mystic Ally. Ach komm, Falle. Sammel die Truhe. Ey, ganz ruhig. Selbst wenn du exhaustest, bist du hier nicht raus, weil ich weiß, schaffe es. Ich weiß. Und ich will es noch. So, ich bin durch. Ich will noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Kann ich Attacken gegen Obstacles ansagen? Nein. Nee, außer dass eine Karte mit Obstacles zerstören. Erst. Eckart? Was? Ist durch? Ich habe gerade kurz was gemacht, ja, jetzt gut, kann ich. Dann Shortrest. Shortrest von mir auch. Fertig. Jetzt kommt ein Full Heal auf den Cracky. Warum? Das. Für Erfahrungspunkte. Das. Obwohl, warte mal, bevor du umdrehst. Oh, ich habe vergessen, mir das EP wegen dem Rundumschlag zu geben. Naja, ist in Ordnung so. Willst du da looten? Dann nehme ich den Schatz drüben und die Münze. Wie du willst. Nehme ich die beiden. Ich nehme die beiden, das ist okay. Dauert halt ein dann bisschen. Dann loot ich die beiden. Ja, ja, lass dir Zeit. Das war Loot 2 und da bewege ich mich noch zwei Felder. Ah nee, ja, doch, ich bewege zwei Felder. So. Schau, ob du noch im nächsten Raum kommst. Ja. ich gebe einen Heal 5 auf den Reggie. 3 HP, sehr schön. Ich mach noch einen Short Rest. Warte, ich bewege mich 4 Felder und ja, heil mich nochmal um 4 danach. Ich laufe nämlich in die Falle da drüben. Hm? Weil ich reinlaufen muss. Achso, gut. Um zur Truhe zu kommen. Ja, ich habe keine Sprünge, die ist raus. Danach heile ich mich 4, weil die macht ja 3 Schaden, ne? Ich? Die macht 3 Schaden, ja. So, mein nächster Zug steht. Schaffe ich es da hinten noch hin? Warte mal. 1, 2, 3. Wenn du ganz schnell bist. Bei Zügen sammle ich die Tür. Ah, fliegen. Ich bin tot. Kann ich nicht. Kann ich fliegen. Eigentlich ist es schöner hier in dem Dungeon, wenn man den Erfolg hat, schau zu, wie 15 deiner Kameraden erschöpft werden. Das kannst du hier machen, ne? Warte noch nach unten. Das ist echt krass, wie erschöpft ich bin. Wartet noch, bis alle erschöpft sind. Ich muss noch die 15 Leute sammeln. Hä, was? Was? Ich muss noch die 15 Leichen einsammeln. Ich will Wundarzt werden oder was auch immer das dann ist. Du kannst, also wir können aufdecken. Oh, was für ein Wunder. Ich bewege mich 10. 10 mit dem Schuh? Ja. 8 mit Schuhen. Warte mal, das sind. Und Jump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nice. Okay. 2 Gold. Ich loote. Und Feierabend. Nö, ich habe nur die Münze gesammelt. Das ist gut. Kann ich noch? Junge. Wie ich euch nicht mag. Eine. So, warte, das ist. Wo? Ah ne, das eine ist Discard. Das eine ist definitiv Discard. So. Warte, ich muss auch noch legen. Wie schnell komme ich jetzt noch? Die Münze ist, glaube ich, weg. Ich leg 2 beliebige Karten. Das ist relevant. Leg was schnell ist, dann kannst du die noch einsammeln. Nee, ist egal. Die Runde wird immer zu Ende gespielt, egal wie schnell du bist. Achso. Okay, dann fertig. Ja, ich nehme die Münze noch. Und dann laufe ich auf die Truhe mit 2 Feldern. You don't even bother reading all the scraps of paper you find lying around the mine. Wir kümmern uns nicht einmal um die ganzen Scheiß an Zetteln, der überall herumliegt in der Mine. Wir stopfen alles einfach nur in unseren Rucksack, nachdem wir all diese Kreaturen getötet haben, die in unserem Weg gestanden sind. Erst wenn wir draußen sind, wenn wir wieder in der Lage sind zu atmen, erst dann schauen wir uns die Stücke an, die wir gemeinsam gesammelt haben. Die verschiedenen Fragmente von irgendeiner Art Maschine, irgendein Schema, eine Anleitung. Es gibt eine ganze Menge Intricate Formulas on the Papers. Es gibt eine ganze Menge an Formeln, die auf diesem Papier stehen, geschrieben in einer archaischen Sprache. Hopefully with enough study and the right tools, you'll be able to recreate this fabled drill. Wir sind hoffentlich bald in der Lage, mit genug Anleitung, diese Bohrmaschine zu bauen.
Ancient Drill. During a melee attack, add plus 2 and pierce. Und Attack auf die ganze Nahkampfaktion. Gut, herzlichen Glückwunsch. Stelle ich mich mal hier hin. 1, 2, 3, 4. Dann habe ich noch genug Range für meine Inkbomb. Attack 4, Range 3. Die Range ist gegeben. Gain 1 for each enemy targeted. Ich bekomme einen Erfahrungspunkt. Wir erzeugen Finsternis. Und habe ich noch meine Goggle? Die Goggle habe ich auch. Dann drehe ich die Goggle auch nochmal um und ziehe 2 Karten. 1, 2. Dann mache ich nur 4 Schaden am Schaman. Okay. Schamane! Damit bin ich raus. Du bist erschöpft. Schamane will sich ein. Erste Elite, richtig? Ja. Ein Schritt bewegen, heilt alle nahen Verbündeten und dann Segnung auf selbst. Dann bewegt er sich nicht. Eigentlich nicht. Aber ich glaube, auf seine Münze stehen, also juckt's nicht. Gut. Ja. Mein letzter Move ist hier rüberlaufen, noch eine Münze abgreifen. Gut, dann sind wir durch. Lost, Discard. Kurzer Rast. Ja, bewegen wir uns wieder aus der Schwefelmine hinaus. Warte, ich habe noch ein paar Züge, ich kann auch looten. Nein, Achso. Ja, doch, in der Theorie geht das noch weiter, bis du durch bist. Ja, das stimmt. Solange du keine Tür öffnest. Solange du keine Tür öffnest. Obwohl, du kannst Türen öffnen. Öffne Türen. Guck mal, du konntest durch die Falle laufen. 1, 2, 3. Ja, habe ich. Kann ich, muss ich die nicht. Aber... Falle macht, ich glaube, 3 Schaden. Ich sag's dir gleich genau. Du bist auch raus. Ja, die Falle macht 3 Schaden. Ich bin raus. Ich kann die beiden Münzen da noch einsammeln. Ich weiß nicht, ob ihr es abkürzen wollt, aber. Spellweaver ist noch Initiative. Nö, ich. Achso. Also, ich kann die beiden Münzen noch einsammeln. Wenn ihr wollt, können wir es abkürzen. Ja, dann sammeln sie halt ein. 1, 2, Falle, 3, 4. Und dann nächste Runde laufe ich dahin. Ich habe ja noch einen kurzen Rast. Achso, ja. Achso, du machst eine Rast und trotzdem wieder. Ja, rastet. Gut, ist egal. Damit haben wir das ganze Szenario abgebrochen. Nicht verloren, nicht gewonnen, einfach nur abgebrochen.